feel just like a rock star. Roschiges Store draußen, willkommen zu einem weiteren Video wieder heute auf nfight.net. Wir machen heute mal wieder ein kleines Great Opening. Unter anderem gibt es auch wieder natürlich eine kleine Verlosung für euch. Bleibt einfach auf jeden Fall dran. Und ich habe mal eine kurze Frage an euch mit den Rang-Upgrades. Könnt ihr mir mal erklären, wie es mit den Rare-Achievements geht? Oder ist das hier mit dieser Achievement-Übersicht einfach, brauche ich dann hiervon drei Stück, die Rare sind, fünf Stück, die Rare sind? Wenn ich das richtig so verstehe. Ich hoffe, ihr könnt mir da helfen. Und genau, fangen wir auch eigentlich mal direkt mit dem Video an. Endfight geht da wieder richtig durch die Decke, wenn man das so sagen kann. Mit den Spielerzahlen. Ich meine, klar, die waren jetzt lange down so mit Wartungen und so ein Kram. Und auch bei mir auf YouTube. Ich bin mega dankbar dafür. Vielen, vielen Dank, dass ihr Endfight wieder so krass akzeptiert. Und ja, fangen wir auch direkt wieder an. Haben wieder ein paar Spooky Crates, ein paar Enchantment Crates, paar AONs und zwei The End is Near Crates. Die sind noch sehr, sehr begehrt und sehr, sehr selten aktuell. Und wenn wir auf jeden Fall anschauen, und auch hier gibt es wieder eine kleine Verlosung. Vielen, vielen Dank an Arafi, nämlich wieder ein Rang-Upgrade-Gutschein, noch ein Rang-Upgrade-Gutschein und vier The End is Near Crates. Genau, werden wir die hier auf jeden Fall mal kurz in meine Chest lagern. Sogar drei Rang-Upgrades hier und vier The End is Near Crates. Vielen Dank, und da kommen auf jeden Fall noch was dazu. Bleibt dran, wie ihr teilnehmen könnt. Ja, öffnen wir hier jetzt mal direkt die paar Spooky Crates. Der Server laggt in der letzten Zeit ab und zu mal wieder, weil ich denke mal, ganz ehrlich, irgendwelche Leute versuchen hier die ganze Zeit zu crashen, zu DDoSen und so ein Kram. Ihr kennt das Gedöns, und ja, bisher läuft es hier gerade noch nicht gut. Ja, bisher nur neue Crates bekommen, XP und Coins. Mit den Coins, ja, kann ich schon mal was anfangen. Das Geräusch nervt. Komm, das reicht schon mit den Spooky Crates. Sehr, sehr doof. Was will man machen? Öffne mal die Enchantment Crates direkt hinterher. Und mich würde mal interessieren, was vermisst ihr an Endfight? Findet ihr, die Endfight-Version ist schlechter oder besser als das letzte Endfight? Mir persönlich zum Beispiel fehlt die Mine einfach. Einfach zum Chillen. Fand ich sehr, sehr nice. Und hab da immer sehr viel Fun dran gehabt. Und by the way, wir werden hier die Enchantment-Sachen auch noch verlosen. Ich habe da noch ein paar Sachen von in meiner Ender-Chest. Die hole ich gleich auch noch. Gehen wir mal direkt weiter zu den AONs. Und generell, sonst ist ja der Fokus eher schon auf PvP gelegt. Auf wirklich Spielen, Rang erspielen. Und Base bauen, Klassiker. Und sich einfach selber alles erfahren. Finde ich, ist natürlich wie immer ein super Konzept. Ich hoffe, bald kommen man Events natürlich. Ne, so nicht, aber ja. Vielleicht kommt doch noch was Cooles in der Zukunft. Arafi hat doch, meine ich, glaube ich, sogar angeteasert, privat, dass eventuell doch das ein oder andere Update vielleicht kommt, was featurebedingt ist. Ja, aus den AONs mal wieder nichts gezogen, nur Schrott auf jeden Fall. Und holen wir mal auch direkt hinterher auch noch hier die Enchantment-Sachen, die ich noch mitverlose. Ich denke, damit könnt ihr auf jeden Fall mehr mit anfangen als ich. Deswegen nehmen wir die Sachen hier jetzt mal auf jeden Fall mal mit. Warp Base, genau, das wäre es auf jeden Fall noch. Slash Home Base machen wir wieder. Gehen jetzt zu der Base und holen die Items. Also, wir machen jetzt mal hier direkt die Verlosung tatsächlich, ja. Klassische Teilnahmebedingungen: abonnieren, liken, Glocke aktivieren. Kommentiert euren Ingame-Namen und dahinter schreibt ihr einfach mal, wann ihr Geburtstag habt. Einfach nur, Datum, also zum Beispiel wie es bei mir, 4. August, Jahreszahl ist egal. Würde mich mal interessieren, einfach so just for fun. Und das dann die Teilnahmebedingungen. Und genau, die Verlosung wird natürlich wieder in den nächsten Tagen aufgelöst. Wartet einfach ein wenig, ich antworte wie immer auf die Kommentare. Gucken wir uns mal die The End is Near Crate an. 50k Coins, 20%, eine zufällige Essenz auf 20%. Zufälliger Spawner, Rang-Upgrade-Gutschein und Ender-Chest-Seite mit jeweils 20%. Also schon die relativ ausgeglichen. Ja, was heißt relativ? Es ist ausgeglichen, die 5 Items, die man ziehen kann. Und am meisten gezogen wurden tatsächlich die 50k Coins. Gucken wir mal den Live-Drop an. Okay, da hatte der hier Legends Lake schon etwas Glück. Und da kam nur einmal die 50k Coins. Ich hoffe mal, dass wir die nicht bekommen. Wäre sehr, 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 sehr wild. Gut, dann machen wir dann die letzten Crates auf. The End is Near Crate Nummer 1. Und ey Leute, es ist 30 Grad draußen. Ich bin hier am Ölen in meinem Dachzimmer. Es ist einfach nur schlimm. Und
Muss noch mein Zimmer aufräumen, wie ist das? Und wir gewinnen einen zufälligen Spawner mit der Lohe. Sehr, sehr nice. Kann man mal machen. Nächste. The End is Near Crate. Bringt uns bitte keine Coins. Bitte, einfach bitte, bitte, bitte. Und wir kriegen... Bitte eine Energy-Seite. Nein, nein. Ja, ja. Schon wieder ein zufälliger Spawner. Ah, diesmal Creeper. Und ich habe mir gerade echt die Hand gebrochen, Alter. Gefühlt. Aua. Ja, sehr geil. Wirklich sehr, sehr cool. Werde ich auf jeden Fall mal schön in meine AMS... Dingsen. Nimm die AMS, die du... Ja, moin, Lost auf jeden Fall. Zack, zack. Haben wir zwei Spawner in der AMS, die uns zwar noch keine Coins bringen, aber wir müssen es eh noch upgraden hier mit den Zombie-Spawner und generell dies, das. Wisst, wie ich meine, ne? Gut, dann viel Glück bei der Verlosung. Lasst einen Daumen nach oben da, falls ihr gar nicht teilnehmt, aber euch das Video trotzdem gefallen hat. Wir sehen uns bei dem nächsten Video wieder oder vielleicht auch im Stream. Deswegen haut rein, euer Luke und ciao!